Hallihallo, hier ist der Gusua und der Fleoneo und Lichtle guckt auch noch so ein bisschen mit zu, der hat sich aber gemutet, also es kann mal sein. Dass er einfach mal dazwischen quatscht. Und zwar haben wir ein absolut krankes Special überhaupt ever, das erste Mal überhaupt, weil Fleoneo, also aka Flo, macht für mich einen Angriff, aber auf meinem Rechner. So sieht's aus. Wir werden darüber nichts weiter verraten. Fakt ist, es geht. Und warum geht es? Einfach, weil wir es können. So. Ja, wir können es einfach. Mentale Übertragung und so. Ganz genau. Also sprich, ihr könnt jetzt auch gleich sehen, Flo, mach einfach mal was am Screen. Ich halte nämlich meine Hände in die Facecam. Also, ihr seht wirklich, ich bin es wirklich nicht und Flo sitzt auch nicht neben mir. Mhm. So, die Sache ist nämlich die, er soll für mich im CW angreifen. Ich habe meinen letzten Angriff noch da. Ich habe soweit schon mal Go Wipe ausgebildet, aber wir haben noch einen Trank sozusagen, der uns fehlen würde. Flo, guck doch einfach mal nochmal rein in den CW. Achso, in den CW, okay. Dann können wir nochmal so ein bisschen hin und her fachsimpeln, was eventuell am besten wäre. Also ich denke mal fast, also ich weiß nicht, wie du es dir zutraust. Ich habe ja bei Nummer 14, der hatte einen Stern und ich habe dann auf 2 erhöht. Also den können wir nicht nochmal genau, richtig, nee, genau. Den genau. Ja. Und also entweder 13 oder die 15, wobei ich aber fast sagen würde, lieber bei 15 die 3 Sterne, oder? Oder traust du dir bei der 13 zu? Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Gucken wir mal ganz kurz in den 15 rein. Drei Sterne sind auf Rados 9 ziemlich hart. Naja, dann muss es ja der 15er werden. Weil sonst ist es nicht drin. Also du kannst dir gerne auch nochmal die Wiederholung vom Dark angucken. Wenn du jetzt sehen willst, was hier CB-technisch und sowas geht. Und ich müsste bei mir... Ich hoffe mal, dass es so gewesen ist, dass mir einer einen Golem gespendet hat. Ansonsten müsste da ein Golem drinne sitzen. Bei mir. Okay, alles klar. Was hast du sonst noch gerade für Truppen? Guck rein. Schau's dir. Ja, du darfst es dir selber anschauen, ganz genau. Ich, weil wie gesagt, sonst kommt man dann nur durcheinander. Du darfst schön machen. Ah, so läuft der Hase. Ja, also ich denke so schlecht nicht. Also ich dachte mir ein Schweinchen zum Locken. Mhm. Und wir haben natürlich jetzt noch ein paar Truppen, weil ich ja jetzt gerade die Bogies und sowas rausgeballert habe. Also da kommt ja noch... Guck mal in der Kaserne. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen was am Upgrade, am Hochziehen. Auf der rechten Seite. Genau. Genau, da sind noch jeweils jeweils Magier drin. Und dann müssten wir so ungefähr hinkommen. Wie gesagt, du guckst, was dir spelltechnisch noch fehlt. Genau, was hast du denn da jetzt noch? Denk dran, ich habe keinen Frost. Du hast keinen Frost, das ist richtig, aber bei Rathaus 9 ist eh nicht so wichtig. Was würdest du da noch nehmen? Ich überlege gerade mit einem Jump da drüber. Flo, du musst immer bedenken, mit Rados 9 ist es verdammt schwer, einen Rados 9 mit 3 Sternen zu besiegen. Das, hey, die Sache ist die, Lichtle. Deswegen lasse ich ihn das machen. Weil ich dachte Hauptsache, auch schon, ich verkack's dann. Ich dachte mir auch schon, naja, könnte eine schwierige Nummer werden. Ach, komm hier. Also ich muss sagen, ich habe im Clankrieg noch nie irgendeinen Rados 9 auf 3 Sterne bekommen. Clan-Truppen sind oft viel zu stark und insgesamt ist es einfach... Viel zu heavy. Wie gesagt, wir können ja reinschauen, was er in der CB hat und sowas. Das ist ja kein Thema. Also wir können ja da schon eine exklusive Analyse starten. Okay. Ja, das auf jeden Fall. Checken wir mal noch kurz rein. Aber ich würde wahrscheinlich zu einem Heil tendieren. Okay. Naja, alleine schon, weil man nicht mal nur außerhalb der Range vom Inferno ist, sondern weil es gar keinen gibt. Also das ist schon echt geil. Das wird echt schwer mit 3. Oder gibt's noch irgendeinen Rados-Szene, der noch nicht gefreestart ist? Ja. Oder beziehungsweise gibt's irgendeinen, der noch gar keine Sterne eingesteckt hat? Obwohl, ja, dass man sagt, ein Stern... Die Nummer 5. Ja, aber die Nummer 5 schaffst du mit meinen Truppen nicht.
Ja. Guck mal, jetzt müsste ja langsam mal was aus der CB kommen. Nee. Was? Oder hat er nur... Oder haben wir es jetzt Hä? verpasst? Ich glaube, wir haben es Nee. verpasst. Okay. Egal, egal. Nee, weil Willst du nicht, dass jeder weiß, wie das nee, geht? na, erstmal nicht. Dann, danach kann man ja sagen, ey, hier, aber Ah, das erstmal. leckt übel rum. Aber es geht doch noch. Es geht, ja. Also, ich habe den Angriff bei Lichtle gemacht, das ging einwandfrei. Ja, es ging aber echt einwandfrei. Okay. Ja, dann Also. mach mal die Übertragung in Skype aus. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, klar, logisch. Hast recht. Du Dann Blödmann, kann ich ja. nicht mitschauen. Ja, tut mir Ach leid, so. Lichtle. Warte, kleinen Moment. Du darfst jetzt nichts machen, Flo. Ach so, ja, fuck. Ja, ich. Oder du machst das, Flo. Du machst die aus. Nee, Geht natürlich auch. er Na klar kann kann. er die Übertragung beenden, oder? Nein, er kann doch nicht TeamViewer beenden. Er Jetzt könnte ist das schon nicht. besser. So, jetzt dann kannst du jetzt machen. Genau, aufnehmen tue ich ja trotzdem, genau. Und dann Oh. dürftest du dich jetzt auch nicht mehr doppelt hören. Ich höre mich jetzt einzeln, ja. Hey, du hörst dich einzeln, yeah. Läuft bei dir, Junge. Jetzt willst du den Elften ficken. Ich weiß es nicht, also. Aber ich meine, ganz ehrlich, das müsste mit meinen Truppen zu schaffen sein. Obwohl ich halt nicht weiß, wie krass die gegen den Inferno gegenreihen. Nee, also Beziehungsweise Inferno die ist bei mir was beiden. so. Ich habe eine Truppen reingesetzt, ja. Und in dem Moment, wo ich sie reingesetzt, ups, Entschuldigung, in dem Moment, wo ich sie reingesetzt habe, zu den Infernos, waren sie weg. Ja. Es war so heavy, dass ich nicht mal die Packers gesehen habe. Ich verstehe es selbst nicht. Als Rados 9er kommst du einfach nicht gegen Infernos an. Ja. Ja, aber wiederum ist es natürlich auch ein bisschen tricky, jetzt bei 15 drei Sterne zu Nee, machen, das oder? wird nichts. Ich würde lieber Es hier war, einen Uso, bei versuchen. mir war es ja genauso. Ich hatte einen gefailt, einen Rados 9er, der andere wurde mit 2 Sternen besiegt und ich konnte nichts anderes mehr machen, als einen Rados 10er anzugreifen. Ist bei dir jetzt ähnlich. Ich würde Ist den bei Elfer mir so. nehmen. Okay, kein Thema. Dann guck noch mal nach den Truppen, die müssten jetzt durch sein. Und dann halt den Spell, den kannst du dann mal jammen und dann passt das. Alles klar. Checken wir mal rüber. Was meint ihr? So Soll ich jetzt den Heil mitnehmen oder? Ich bin mir unschlüssig. Kannst ja dann noch mal die Base angucken. Ich habe es gerade nebenher noch im iPad offen. Ach so, okay. Ah, cooles Ding. Multitasking fähig. Ja, auf jeden Fall. Also ein Jump und zwei Wut. Das Ding ist, ich weiß nicht, soll ich aufs Rathaus gehen oder soll ich auf 50% gehen? Oder auf beides? Ich hätte gern beides, aber weißt ja selber. Naja, weißt ja selber. Also. Okay, wenn 50%, dann will ich nochmal einen Jump. Ja, dann nimm noch einen Jump. Zumal die sind nur Level 1. Denk Ist dran. scheißegal. Ja, ich mein's ja bloß. Ja, jam den. Scheiß drauf. Egal. Okay. Wir haben's doch, Mann. Das wird schon werden. Jetzt guck noch mal nach oben, wie die Truppen aussehen. Warte, ich schau dann Ist auch noch zu was über Clash frei? of Clans. Sag mir bitte, wenn ihr dann beginnt mit dem. Ja, Mit wird da gleich Schwalbe. aufgenommen mit, Alter. Na, wir haben noch 10. Was sollen wir noch zwei Hawks nehmen, oder? Was? Du darfst entscheiden. Ja, ich würde noch zwei Hawks für die Glanburg. Nee, jetzt hast du 3. Ja. Jo. Ja, den kannst du auch noch jammen, das ist okay. Alles klar. Gehst du jetzt auf Rados 10 oder Rados 9er? Auf die 11, also Rados 10. Ja, dann. Ich weiß nicht, bringt. Ja, doch, Klamburg locken ist ja wichtig, wenn du schaffst. Ja. Dann guck da noch, was in der CB drin ist. Würde ich jetzt nur mal so tippen. Jo. Das dauert schon heftig lang. Du bist eine kleine Mutti, Junge. Ach so, das war der Angriff von Terminator, aka John. Genau. Terminator ist aber nicht John, sondern Ja, ich Tote weiß, Kaiser. aber er wurde an John ausgeliehen. Genau. Ach ja, genau. Weil ich dachte nämlich Och auch, nee. wie hart verkackt, wie hart hat er denn verkackt? Und dann sagte mir Flo, ja, das. Genau, ich dachte nämlich, warum die Golems da so seitlich? Denn wäre ich direkt von rechts rangegangen. Ich meine, ich muss bei Go Wipe eh meine Schnauze halten, ganz klarer Fall. Aber da dachte ich mir, oh, das wird nichts. Und dann habe ich Okay. gesehen, ja, scheiße, das wird ja nichts. Boah, Alter, die Clanburg.
zwei Loons, eine Hexe und ansonsten Bogenschützen. Ja. Puh. Gönn dir. Also ich glaube auch, beides wird nichts. Also ich glaube auch, das läuft auf einen Stern hinaus, wa? Werd mal sehen. Ich riskier's jetzt einfach mal. Yeah. Man merkt die Anspannung. Schon, extrem. Bin echt gespannt. Zumal, man muss dazu sagen, Flo spielt sonst nie auf dem Rechner. Das ist richtig. Mein erstes Mal. Yeah, genau. Erst klickgeiler Titel. Das erste, nee, genau. Flo's erstes Mal. Oh, der ist sehr geil, sehr geil. Und dann am besten noch, wie die ganzen großen YouTuber, irgendeine Frau mit gespreizten Beinen davor. Auf so jeden. Läuft das. Okay, Leute, ich versuch's. Und du hast immerhin in der CB einen Max Golem. Ah, okay. Auch noch interessant zu wissen. Ich wollte es ja nur sagen. Ja, ist doch gut. Nee, die Wahl. Jetzt wäre die nächste Frage, mit welchen Truppen willst du die CB killen? Hier, Magier. Okay, läuft, Junge. Ah, okay, nice. Das ist eine gute Idee. Alter, auf so eine scheiß Idee muss man erstmal kommen. Was denn? Boah, Alter, es leckt gerade so heftig. Die Bogies sind angekommen. Du siehst doch den Angriff, Lichtle. Ach stimmt, ich habe vergessen drauf zu klicken. Oh, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Okay, ich habe jetzt voll die Mauerbrecher vergessen in dem ganzen Getümmel. Wenn es nicht so lecken würde. Jetzt schiebt er es auf den Leck, weißt du? Er sieht es komplett flüssig und... gar nicht. Ich lecke, ich lecke, ich lecke. Nee, läuft doch gut, läuft doch gut. Okay, es leckt gerade heftig. Boah, der Jump. Naja, aber komm, der Jump würde Jump gehen, sag ich mal. Komm, Guso, beweg deinen Mauszeiger. Nee, ich mach, wie gesagt, das wäre Fail, wenn ich da... Ja, eben. Boah, der King... Ich darf nur die Queen jetzt nicht verkacken. Ja, Na. Jetzt! Es wäre zu früh gewesen. Schade. Nicht geschafft? 36%. Nee. Und da außen stehen noch so viele tote Gebäude. Ja, aber ich würde echt nicht, wenn du auf die 50% gehst, würde ich echt nicht mit Go-Wipe angreifen. Schade, schade, schade. Ja, es war ein Versuch wert. Komm. Ja. Nee, also ich meine, das gibt mal, jetzt erstmal ein D-Abo. Die Sache ist die, John hatte mit Town Hall 10 nicht einen Stern bekommen. Von daher wäre es schon ziemlich prall gewesen, wenn wir jetzt mit meinem Town Hall 9 den platt gemacht hätten, beziehungsweise einen Stern. Nee, also das ist natürlich eine ziemlich geile Nummer. Wollen wir uns den nochmal kurz angucken? Können wir auf jeden Fall machen, klar. Dann drück mal. Nee, wenn du jetzt auch wieder. Das wird nichts. Glaub mir. Gesehen. Schade, 21, 29. Aber es ist schon mal kein so ein richtig krank, abartig, übler Fail im CW. Ja. Also, ich bin jetzt gespannt, wenn Möser vielleicht bei der 4 und der 5 noch zwei Sterne rausholt. Wäre schon nicht schlecht. Also ich werde versuchen... Zoom ruhig weiter rein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Möse einfach wieder mit Kobolden angreift. Ja? Das war der letztes Mal. Ja, aber das ist ja echt schade. Hier. Und das ist eine geile Nummer, einfach zu sagen, hey, ich will gar nicht so viel Magier verballern, sondern ich habe hier einfach meinen Golem. Dann tankt der halt alles von der CB und fertig. Genau. Nur dann kamen jetzt alle Truppen ein bisschen blöd rein. Ist am PC etwas ganz anderes, das ist echt krass. Ja, es ist aber wirklich so. Ich konnte mich auch anfangs nicht dran gewöhnen. Vor allem, du kannst doch nicht mehrere Sachen auf einmal machen. Das ist so das Hauptding. Was aber bei Go Wipe nicht wirklich schlimm ist. Genau, bei Go Wipe geht's, aber wenn du mit Barge angreifst, ja. Setzt du die Truppen einfach so langsam, dass die währenddessen schon richtig fett viel Schaden einstecken. Das ist manchmal ein Problem. Schade wirklich, dass wären sie da noch reingesprungen. Jetzt werden halt die Magier gebrutzelt. Ja, aber auch
grundsätzlich wären sie auch reingesprungen. Guck mal, wir haben da auch die Teslas. Wir haben da den zweiten Inferno. Ja, das hätte schon mega in eine Fresse gegeben. Sind wir ehrlich? Klar, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Sache hast, dass die Queen wirklich einmal das Rathaus getriggert hat, dass sie dann sagt, gut, okay, komm, ich beiß mich jetzt fest, komme, was wolle. Aber das musst du auch erstmal schaffen. Ja, ganz klar. Naja, schade. Ja, auf jeden Fall. Aber so ist es halt. Wir können es halt nicht besser. Ja, genau. So sieht's aus. Oh, hier, mach den Angriff. Drück auf den Angriff. Möser wird angegriffen. Mal wieder. Hat er so gut gedefft oder wie? Ich glaube bisher mit einem Stern oder mit null. Scroll mal hoch, Junge. Es dauert so lang. Ja, es dauert so lang. Okay, also ich würde sagen, der geht richtig raus. Rein, oder? Ja. Der geht gleich richtig rein. Aber der King läuft außen rum. Oh, spannend, Alter. Spannend, auf jeden Fall. Es wird echt spannend. Das Problem ist, der hat beide auf Multi. Sag mal, was ist denn jetzt los? Oh, yeah, du kannst es. Soll ich machen? Jetzt. Na, kriegt die noch? Ah, schade, okay. Weil sie hat es einmal getriggert, wa? Und dann, Wurde Möser angegriffen oder greift er an? Ja, er wurde angegriffen. Hat der Gegner es geschafft? Naja, jetzt momentan Town Hall ist weg, aber es sind noch keine 50. Und ich sehe die 50 auch noch nicht. Ich sehe die 50 noch nicht. Noch nicht, ja? Nee. Hier außen das Goldlager? Ja, aber ich sehe die 50 nicht. Nee. Ich glaube, die 50 sind na, warte mal. Ja, doch, er hat er noch hat noch drei Bogenschützen. Na, guck mal, jetzt ist sogar noch Skelett. Nee, wird nicht. Die 50 werden es nicht. Jawohl, das wäre nice. Kann mich auch rauszoomen irgendwie? Warte, ich helfe dir. Okay. mit dem Pfeiltasten nach unten. Unten, ach verdammt. Guck mal, die Bauhütte. Na, warte. Und jetzt der Minenwerfer. Oh, schade. Hätte der Minenwerfer. Ah, nee. Ja, die Zeit läuft aus. Nee, die Zeit läuft nicht aus. Meinst du? Das wird richtig knapp. Es war in dem. Ja, die läuft echt aus. Bäm, ist er am Arsch. Er ist offiziell gebumst. Oh, geil. Aber ich glaube, das wären eh nur 49. Ja, das ist also eine Sache stimmt, bei Town Hall 10 müsste es sein, hast du recht. Nee, ja. Es gibt doch manchmal 2% Gebäude. Das wäre dann Glückssache gewesen. Oh, krass. Geil bei Möser die Def. Zack. Ja, wir haben richtig feiner Deutsch. Intern. Und bei der Firma. Und ich meine, er hat wirklich alles komplett maxed gehabt. Auch die Helden maxed. Ja, und ganz ehrlich, ich meine, wie er reingegangen ist, das sah ja echt schon gut aus. Ja, auf jeden Fall. Wie du sagst, der King ist halt außenrum. Das war das halt richtig. Nicht sein Ding. Das war auch ein Problem. Ja, das war sein Problem. Das war sein Problem. Damit wollen wir aufhören. Genau. Ihr seht von uns jetzt absolut gar nichts mehr. Wir werden nämlich unsere Accounts jetzt alle löschen. Dieses Video werdet ihr auch in Wirklichkeit gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Wir wünschen euch noch einen super schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr dürft den Fleoneo gerne abonnieren. Den Lichtler auch. Der ist gerade noch weiterhin an seinem MacBook auspacken, glaube ich. Ja, ich setze es gerade auf. Ah, er setzt es gerade auf. Er setzt sich gerade drauf. Genau. Und macht da ein episches Video dazu. Ja, genau. Nice. Genau, lief bei dir. Besonders die Hose runter. Das soll es gewesen sein und tschüss. Ciao.